Hey Leute, wir schauen uns heute Door Kickers 2 an. Ich habe von den Entwicklern einen Key bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Bevor wir mal reinschauen, wir gehen zuerst mal ganz kurz ins Optionsmenü. Und hier gibt es zum Beispiel, kann man das Gore-Level einstellen, wie man lustig ist. Man Save Plan und Restart gibt's und man kann den Progress resetten. Das ist durchaus ganz nett bei solchen Spielen. Ja, ansonsten Key-Bindings kann man, glaube ich, nicht neu belegen. Dazu sei noch gesagt, ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt. Mir ist auch aufgefallen, ich habe den ersten Teil auf Steam in meiner Steam-Bibliothek, aber den habe ich nie gespielt. Ich weiß ungefähr so ein bisschen, wie es funktioniert. Man leitet so ein, ja, ein Squad vielleicht, bis zum Vier-Mann-Team durch Missionen und muss dann Geiseln retten oder irgendwie Terroristen erledigen und all sowas. Das Spiel befindet sich noch im Early Access und das soll auch noch so 12 bis 16 Monate im Early Access bleiben. Kostet knapp 19 Euro, ich glaube 18,99 Euro waren es. Und bisher gibt es, glaube ich, 25 Missionen. Wenn es fertig ist, soll es über 100 geben. Dazu gibt es dann natürlich noch hier, wie gesagt, den Online-Koop. Ein Editor ist mit dabei. Das lassen wir jetzt mal außen vor, sondern wir schauen uns direkt hier mal die Mission an und generell, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr mehr über die anderen Sachen wissen wollt, ich verlinke auf jeden Fall das Spiel auf Steam, den Link zu Steam in der Videobeschreibung. Und wir gucken mal rein. Und wie gesagt, das ist blind. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Also kann sein, dass ich Blödsinn mache, aber wir gucken trotzdem mal rein. Warum nicht? So, als erstes hat man hier, was ist das denn genau? Sind das hier unterschiedliche Kampagnen? Hier unten, das ist noch Still Classified. Das kommt dann also noch. Ansonsten, das gibt es bisher. Und die Karten sind, glaube ich, relativ klein. Müssen wir mal schauen. Also man kann hier dann auch unterschiedlich viele Sterne bekommen. Die, kommt halt drauf an, wie gut man abschließt. Was gibt es denn hier so? Ja, und für jede, ich nenne es jetzt einfach mal Kampagne hier, oder das erste Kapitel kann man bis zu 18 Sterne bekommen. Das sind dann 3 Sterne bei jeder Mission maximal. 6 mal 3 sind 18. Total Wins im Pack. Wie darf ich das verstehen? Siege in Folge oder wie? Starten wir einfach mal hiermit, gucken mal rein. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich damals auch schon für den ersten Teil interessiert, aber irgendwie ist mir der ein bisschen, ja, unter das Radar durchgeflogen. Ich habe den komplett aus den Augen verloren. So, so steuert man die Einheiten. Das Ganze ist natürlich in der, was heißt natürlich, in der Top-Down-Ansicht. Und ja, Shift und linke Maustaste können wir die Leutchen bewegen. Müssen wir erst anklicken. Gut, das wird hier dann auch noch alles angezeigt. Was gibt es denn hier so? Ich guck mal, ob ich das so hinbekomme. Gut. A, B, C, D, Go. Hier haben wir nochmal Einstellungen. Da unten das Zeit... Wir haben sogar ein Zeitlimit. Okay, das sind unsere zwei Leute. Dann würde ich doch mal sagen, du gehst schon mal dahin, du gehst hinterher. Wie kann ich den pausieren? Ah, gut, ich kann so pausieren. Dann kann ich die schon mal halt. Wie kann ich. Rechtsklick gibt es auch noch. Wie kann ich das denn wieder aufheben? Wo der hinläuft. Du läufst bitte erstmal da so hin. Moment, wie war das denn? Nee, Quit Mission, nein. So, ich kann jetzt hier gar nicht reingucken, oder? Doch, hier unten. Was haben wir denn hier? Go-Codes, Sketch-Tool, Action-Menu, Right-Click, das hatten wir ja eben schon. Was haben wir denn hier? Sprinten können die auch. Sich hinknien. Waffenwechsel von Primär auf Sekundär gibt's. Waffen nachladen. Flashbang. Gut, laufen wir doch erstmal. Laufen wir doch erstmal. Moment. Hier, Moment, so machen wir das. Ich glaube, du gehst jetzt mal vor. Und läufst jetzt mal hier so lang. Lass mal ihn mal vorlaufen, da steht schon der Nächste. Du läufst dann auch mal direkt hinterher. Und es ist im Prinzip Echtzeit, nur dass man die halt auch pausieren kann. Du gehst mal bitte hier hinter.
Das ist jetzt hier noch alles echt easy. Hier ist bestimmt noch einer, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann hätten wir das auch geschafft anscheinend. Jawohl, 3 Sterne, das war total schwierig. XP gibt es dafür. Hier können wir uns die Map nochmal anschauen. Und das sind, glaube ich, eigentlich fast immer so kleine Karten. Wobei, das geht hier scheinbar noch ein bisschen größer. Dann restarten können wir die dann auch, wenn es nicht so gut gelaufen ist. So. Wood Doors are easy. Dann machen wir doch jetzt das mal. Kicking Doors. Okay. Können dann auch eine Flashbang werfen und die direkt erledigen. Moment, wie macht er das? Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Also, du läufst mal bitte direkt hier hin. Wirfst eine Flashbang dann mal. Wir werfen die einfach mal hier hin. Du gehst mal bitte darüber. Gut, der öffnet dann die Tür automatisch. Okay. Da haben wir Sniper-Unterstützung und können dann den Feuerbefehl erteilen. Dann machen wir das doch. Gut, dann hätten wir das schon so weit schon mal. Du gehst mal bitte jetzt erstmal dahin. Du gehst mal dahin und dann gucken wir mal. Du schaust mal da rein, du schaust mal hier rein. So. Da waren noch 2. Und hier ist bestimmt auch noch einer. Und in dem Raum befinden sich bestimmt auch noch welche. Gut, dann kannst du nämlich jetzt nochmal hier bitte. Das Problem ist nur. Spy Camera haben wir auch. Okay, dann können wir jetzt. Ah, das ist ja praktisch. Das ist ja ein richtig cooles Tool. So, dann haben wir hier noch eine Flashbang. Du gehst mal bitte dahin. Und das war dann VIP. Alles klar, dann müsste das jetzt. Oh, Sniper kann ich ja auch verschieben. Gut, da war auf jeden Fall auch noch einer drin. Alles klar. Dann hätten wir das auch geschafft. Das ist noch alles total easy, aber das wird, glaube ich, noch später ein bisschen vertrackter. Ihr habt ja auch schon gesehen, wenn ich Rechtsklick mache, dann auf die einzelnen Teammitglieder, da hat man schon ein paar mehr Möglichkeiten. Ich finde das auf jeden Fall super, dass man das pausieren kann. Gut, was kommt jetzt? Go Code Sync. Ach so, die können wir dann quasi gruppieren. Und die laufen dann gleichzeitig. Moment, wie hat er das jetzt gemacht? Ah, Rechtsklick. Okay, und dann einfach das auswählen. So, wir haben 4 Teammitglieder. Da gibt es einzelne Klassen für Assault, Support, Marksman, Grenadier. Die können wir dann auch noch unterschiedlich ausstatten wahrscheinlich. Da oben haben wir das Level. Ist das Level vom ganzen Squad oder wie darf ich das verstehen? Customize haben wir hier. Gut, wir können hier die Waffen ändern. Die Rüstung. Hier haben wir die Fähigkeiten. Was sie also können. Marksmanship ist halt bei Assault sehr gut. Assault Shooting. Und dann kann man wahrscheinlich später, wenn die aufleveln, hier noch mehr Punkte reinstecken. Das gibt es noch nicht. Melee und Physical. Gut, Flashbangs gibt es, Spy Camera, was haben wir denn hier noch so an? Da gibt es noch nicht mehr. Hier haben wir schon ein paar unterschiedliche Pistolen. Dann sieht man da unten auch die Stats. Ich lasse das jetzt erstmal so auf Standard. Dann würde ich doch sagen, gucken wir mal,
ob wir das hinbekommen. So, auf jeden Fall, ihr zwei seid mal A und ihr zwei seid jetzt mal bitte B. Alles klar, so. Dann, du hast, was hast du denn? Du hast eine Spycam. Aber du sollst das nicht da benutzen. Ah, verdammt. Wie brichst du das jetzt ab? So, du gehst mal dahin. Genau. Pausieren wir eben noch mal kurz. Das ging nur einmal. Okay. Komm, dann werfen wir hier. Warum zur Hölle? Was denn da jetzt passiert? Ihr zwei lauft mal bitte hier oben rum. Oder nee, wir machen das so. Du musst mal vorgehen. Fenster. Kannst du mal bitte... Kann er das Fenster nicht kaputt machen? Der müsste doch jetzt eigentlich... Der muss erst die Waffe wegpacken, kann er durchs Fenster klettern. Okay, so. Die bewegen sich jetzt nicht, weil... Du gehst jetzt erstmal dahin. Du gehst bitte dahin. Da oben ist noch irgendwas. Du kannst dann da mal reinschauen. Da ist niemand so weit. Hier scheint auch keiner zu sein, aber du guckst mal da hinten rum, bitte. Gut, dann hätten wir das auch. Also mit der Steuerung habe ich das jetzt noch nicht so richtig heraus, aber das reicht immerhin für 3 Sterne. Okay, gut, das hätten wir. Dann haben wir hier noch eine Mission. Also generell, momentan sind die noch alle ein bisschen kürzer. Fenster. Ja genau, dann muss er halt erst das kaputt machen. Aber ich konnte da vorhin nicht drüber ziehen. Moment. Okay, dann muss er das extra noch auswählen. Gut, dann würde ich sagen, oh, jetzt können wir hier sogar mehr mitnehmen, aber da steht 4 von 4. Dann müsste das doch eigentlich, oder wir können die anders positionieren, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, kann man mehr als 4 Soldaten mitnehmen? Ich glaube, das sind eher so, 4 ist schon Standard. Alles klar, gut, dann. Du könntest mal bitte... Du hast halt, kannst die Tür aufbrechen. Was hast du denn? Du hast eine Spycam. Das heißt, du gehst mal bitte dahin. Du gehst mal zur Tür und dann benutzt du da die Spycam. Können wir schon mal einen Blick reinwerfen. Da sind 2, da ist auch einer. Gut, dann positionierst du dich mal da. Und du kannst jetzt mal, nee, das müssen wir anders machen. Du gehst mal hier hin. Du kannst dann... Ne, das geht so nicht. Genau, du musst erstmal dahin laufen. Dann kannst du von hier... Wir müssten erst... Moment. Jetzt kann ich das nicht mehr auswählen. Kann ich da reinzoomen? Blow up. Oh, dann können wir die Tür aufsprengen. Okay, gut. Geht mal kurz zur Seite. Dann sprengen wir mal die Tür auf. Dann kannst du bitte jetzt aber mal hier so eine... Das ist natürlich blöd vom Winkel. Nee, das ist echt doof. So, lauf mal dahin. Gut, dann kannst du bitte einmal hier die... Flashbang nehmen.
So, du gehst direkt dann rein. Oh, verdammt. Was ist denn da passiert? Warum sind die jetzt tot? Okay, Gut, dann müssen die zwei jetzt mal hinterher. Wir kriegen gleich hier unten Besuch. Das ist natürlich nicht so praktisch. Da kommt schon der nächste. Das wird dann wohl keine 3 Sterne geben. So, Drapes, Window. Dann kannst du doch bitte mal hier über das... Okay, nein. Du musst mal hier wieder zurück. Ja, das läuft gerade nicht so gut. Kannst du mal bitte dahin laufen? Okay, was hast du denn noch? Du hast... Machen wir das mal so. Das hat zumindest jetzt mal funktioniert. Okay, gut. Was haben wir hier? Grating Door, padlocked. Du kannst einmal bitte... die Tür dann gleich aufsprengen. So, wir haben dich gerettet. Aber hier sind scheinbar noch Gegner. Muss ich den jetzt... Okay, das hat nicht funktioniert. Ich muss den zurückbringen. Oder hier zur Safety Zone. Ah, dann restarten wir das mal eben. Ja, das mit den Fenstern ist klar. Ich glaube, ich positioniere dich einmal da und den dann hier. Okay, dann legen wir doch mal los. Gut, wie machen wir das denn jetzt? Also... Du hast... Ich weiß ja schon, dass da welche drin sind. Von daher... Gehst mal bitte dahin. Moment. So, ihr zwei könnt jetzt gleich mal hier... die Tür aufsprengen. Du hast hier eine Flashbang. Wirfst die bitte mal. Genau, da war was, was dann explodiert. Oh, verdammt. Das habe ich erst gar nicht gesehen, eben, weil das so klein war. Da hat aber was geblinkt. Gut, geh mal vorsichtig vor. So, den hast du ausgeknipst. Ich glaube, ich sollte die zwei vielleicht mal zusammenlassen. Da kam noch einer. Okay, gut. Wie sieht das hier aus? Oh Gott, das ist ja... Was hast du denn hier noch so? Du hast eine Flashbang. So, du gehst mal bitte hier eben rein. Ja, okay, das klappt natürlich dann auch nicht. Ja, so langsam wird das schon so ein bisschen kniffliger. So, du gehst mal... Müssen die denn da auch vorweg gehen oder es müsste eigentlich noch reichen, wenn die da stehen? Gut, dich nehmen wir mit. Da unten sollte man vielleicht nicht lang gehen. Dann laufen wir mal hier oben lang. Und versuchen mal mit dem hier zu entkommen. Eieiei. Das reicht aber noch nicht scheinbar. Gut, was hast du denn noch im Angebot? Du hast noch eine Flashbang. Die werfen wir mal dahin. Ja, ich müsste das auf jeden Fall auch viel langsamer machen und mir mehr das überlegen, aber gut.
ich will das Video an der Stelle auch nicht so lang machen, sondern wir schauen uns das Ganze einfach nur mal so ein bisschen an. Auf jeden Fall ist hier bestimmt noch irgendwo einer. Da ist keiner. Okay, da haben wir die andere Geisel, stimmt. So, dann können wir das sprengen. Dann nehmen wir dich direkt mit und können dann... Moment, hast du den mitgenommen? Jetzt gleich, alles klar, gut. Dann gehen wir, glaube ich, den gleichen Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Und haben dann auch die andere Geisel nicht gerettet, weil da eben noch einer war. Naja, okay, gut. Dann beenden wir das mal kurz. Können wir uns denn hier noch irgendwie direkt hier... Hier können wir direkt gar nicht die Charaktere ändern oder so. Das können wir scheinbar nur direkt vor Mission. Okay, na gut, dann würde ich sagen, das war ein ganz kurzer Einblick in Door Kickers 2 Task Force North. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich über eine Bewertung. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.